Visuelle Fake News, Bilder, die lügen. Das war das Thema der Fishbowl-Diskussion am Debattendienstag, den 29. Oktober 2019, im Frankfurter Museum für Kommunikation. Drei Experten haben gemeinsam mit dem Publikum diskutiert. Beispiele für visuelle Fake News kennt Caroline Schwarz. Sie ist eine freie Journalistin, Faktencheckerin und Trainerin. Zudem leitet sie Projekte und führt einen eigenen Podcast. Die meisten Beispiele visueller Fake News sind im Prinzip Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden und in einen neuen Zusammenhang gesetzt werden. Das heißt, wir sehen Fotos von irgendwelchen Menschengruppen, die werden dann an einen völlig anderen Ort, zu völlig anderen Demonstrationen verortet. Fotos von Angela Merkel, wie sie in der Türkei in der Geflüchtetenunterkunft ist. Dann wird dann behauptet, sie würde Kinderbräuten zur Ehe gratulieren. Also so ganz banale, manchmal besser gemachte Beispiele. Und die meisten sind gar nicht so richtig manipuliert, sondern einfach nur, es wird eine neue Geschichte dazu erzählt. Auch Politikwissenschaftlerin Katharina Mosene kennt sich damit aus. Sie kümmert sich am Leibniz-Institut für Medienforschung seit Juli 2019 um den Bereich Forschungs- und Veranstaltungskooperation. Also wenn man von Desinformation online spricht, dann müssen wir immer schauen, dass in der Regel im Moment noch Bilder im falschen Kontext präsentiert werden. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel, was immer wieder zu Weihnachten kursiert. Das ist ein Bild von einem Weihnachtsbaum, auf dem Geflüchtete hochkrabbeln und Süßigkeiten abräumen und irgendwie die Deko kaputt machen. Und es wird meistens kontextualisiert vor dem Hintergrund, diese Leute haben keinen Respekt vor unserer westlichen christlichen Kultur. Tatsächlich ist es so, dass das aber ein Bild ist, was 2015 oder 2016 in Kairo geschossen wurde, in einem Einkaufszentrum, wo Kids auf den Baum geklettert sind. Aber es hat nichts sozusagen mit einem Ablehnung von westlicher Kultur oder so zu tun. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und viele andere kennen auch Videomanipulation, wo plötzlich Barack Obama etwas in den Mund gelegt wird, was er nie gesagt hat. Welche Herausforderungen auf uns durch neue Bildverfahren zukommen, weiß Sebastian Oschatz. Er ist Gestalter und Forscher im Bereich Interaktionsgestaltung. Na, ich glaube, wir müssen viel mehr rauskriegen, wo bestimmte Inhalte herkommen. Wir müssen viel mehr verstehen lernen, wie wir analysieren können, ob bestimmte Bilder tatsächlich echt sind. Dazu brauchen wir, glaube ich, sehr viel Vertrauen und wir brauchen also Vertrauen zu den Leuten, die uns diese Bilder liefern. Da müssen wir eben aufpassen, dass die uns nicht von irgendwelchen Algorithmen serviert werden, sondern dass wir im Prinzip die Journalisten oder die Menschen, die uns die beibringen, irgendwie kennen und auch wissen, wo die wiederum herhaben. Also da wird, glaube ich, die Quellenarbeit wahnsinnig wichtig. Und so das Recherchieren von unabhängigen Quellen zum Beispiel, also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas sehe, ich will jetzt nochmal ein zweites Video finden, wo ich das auch gesehen habe, um es von da aus beurteilen zu können. Aber es ist, würde ich sagen, ein ganz großes, ungelöstes Thema, wie wir das analysieren können in Zukunft. Wir müssen alle relevanten Leute von der Schule bis hin zur Arbeit, bis hin ins Ehrenamt schulen darauf und sensibilisieren darauf, dass es eben Fake News gibt, dass es Fake News im Bereich der visuellen Bildbearbeitung gibt. Wir alle haben irgendwann erfahren, dass es Photoshop gibt, oder? Wir alle haben irgendwann erfahren, okay, der war gar nicht am Strand, das war Photoshop. Und so ähnlich muss das und wird es mit Deepfakes auch funktionieren. Wir werden verstehen, dass es Techniken gibt, Bilder zu fälschen. Und wir müssen gute Kompetenzen erwerben, um sowas eben auch aufdecken zu können und um selbstkritisch darauf zu gucken.